Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zurück zu The Witness. Wir sind an dem zweiten Rätsel und wir versuchen hier wieder unser Glück. Und ich vermute mal, wir müssen die Dinger hier einfach einkreisen. Jawohl. Und ich vermute mal, das wird das gleiche sein. Okay, hier Öffnung, Öffnung. In der Mitte die zwei zusammen. Getrennt. Das heißt. Boah. Das heißt, wir müssen. Nee. So ist das schon mal nicht richtig. Vielleicht in die andere Richtung, dass man so ein. So, dass wir es so haben. Also hier quasi so ein Dreier. Auch nicht. Vielleicht ein Dreier und einen Einser. Also quasi dann oben drüber, wie so ein. Ah, okay. Hat geklappt, cool. Dann haben wir hier einen Zweier und einen Vierer. Also quasi zwei und einen Vierer. Ja, ergibt eigentlich dann so 3x3, ne? Also so hier müsste es dann sein. Ja. Bei dem müsste es dann so, warte mal, das ist ein Vierer. Und hier dann ein Zweier. Nee. So ein Zweier? Auch nicht. Check ich nicht. Oder vielleicht doch gleich. Toll. Zweimal das gleiche Rätsel. Ergibt keinen Sinn. Hier sind auch wieder ein Vierer und ein Zweier. Keine Ahnung. Also, okay, gut. Das ist jetzt Schwachsinn. Okay, jetzt haben wir hier einen Vierer. Das heißt, hier oben vielleicht ein Vierer. Und hier unten ein Dreier. Weil wir müssen ja hier hoch. Quasi so hier. Also, oder ein Dreier und dann ein Vierer. So. Ja. Und das gleiche müssen wir dann. Hier ein Vierer. Dann ein Zweier. Und dann hoch. Nee. Nee, das wäre ja ein Dreier. Ein Zweier ist ja so. Ein Zweierblock, genau. Okay, gut. Da hat sich jetzt hier nichts getan. Wahrscheinlich müssen wir doch noch hier rein. Also vielleicht ist das jetzt das Rätsel hier. Schauen wir mal. Okay, jetzt ist hier genau das gleiche Prinzip. Wir haben hier einen Dreier, den wir wahrscheinlich einkreisen müssen. Dann einen Dreier in waagerechter Form und dann nochmal einmal in senkrechter. Und ich vermute mal so, so hier einkreisen. Dann vielleicht. Ne, so geht das nicht. Dann so hier. So, da haben wir den eingekreist. Und dann den so. Um Vierer. Nee. War dann nochmal so eingekreist. So. Ah ne, warte mal. Wir gehen müssen den wahrscheinlich noch so machen. So hier. Oder? So ja. Weil dann haben wir nämlich hier. Seht ihr das? Das ist eingekreist. Wenn wir nämlich eins weiter vorgehen, haben wir einen Vierer. Und das sind aber hier ein Dreier. Also ein Dreier waagerecht und ein Dreier senkrecht. Genau. Ah. Ah, jetzt verstehe ich das. Ich glaube, wenn wir dann später wahrscheinlich hier nochmal runter müssen, dann müssen wir das Rätsel nochmal lösen und dann schaltet sich das automatisch um und wir können dann in die andere Richtung quasi fahren. Naja, das sieht doch schon mal gut aus. Passt soweit.
Das sieht aus, als wenn da was abgebrochen wäre. Aha. Wie eine Pumpe. Das scheint eine Pumpe zu sein. Wahrscheinlich geht es dann da runter. Die Tür ist zu. Hier kommen wir nicht runter. Das heißt, auf nach oben. Und hier wartet schon das nächste Rätsel auf uns. Ja, jetzt haben wir hier wieder genau das gleiche. Einen waagerechten und zwei senkrechte. Das heißt, ich schätze mal, das zeigt er uns immer an, dort, wo, was wir einkreisen müssen. Und wir hatten vorhin ja quasi diesen Punkt gehabt, an dem wir an dem uns gesagt wurde, dass wir das also da war hier ein Punkt, da ein Punkt und dann mussten wir das einkreisen. Deswegen würde ich nämlich mal behaupten, mal ganz frech, dass wir hier diesen Vierer-Slot nehmen. Das hier. Dann haben wir zweimal waagerechte, das sind drei Punkte, also quasi drei Blöcke nach oben. So hier und oder? Ja. Oder? Ja. Doch, genau. Eigentlich ganz simpel. Also eigentlich sind die Rätsel ganz einfach, wenn man das Prinzip dahinter verstanden hat. Wir müssen die auf jeden Fall wieder einkreisen. Nee, warte mal, das sind doch. Ach nee, jetzt ist ja der Punkt hier in der Mitte. Das heißt, so hier. 1, 2, 3, 4. Und dann so hier. 1, 2, 3 nach oben. Ah, genau. Das sind jetzt zwei Blöcke und einer. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, denn... Wir haben auf jeden Fall einen so einen waagerechten Vierer. Wahrscheinlich so hier. Dann haben wir aber zwei Blöcke. Und einen. So hier vielleicht? Nee. Also einen langen, waagerechten. Zwei Blöcke. Und dann vielleicht so einen. Nee. Nee, auf jeden Fall nicht. So. Also wir haben, oder warte mal, oder müssen wir das so hier, oder so hier, nee, auch nicht, hä, warte mal, das schnicke ich jetzt nicht, das schnicke ich nicht. Warte mal, hä? Das haben wir eingekreist. Wir müssen die auf jeden Fall immer einkreisen. Das auch. Das hier. So sind komplett alle eingekreist. Haben wir einen Vierer. Oder? Nee, das macht keinen. Nee, das ergibt keinen Sinn irgendwie so richtig. Ups. Na, jetzt willst du hier irgendwie nicht. Es kann doch nur so sein. Und dann hier die Zweier und dann hoch. Oder hier dann so den Zweier. Auch nicht. Ja. Also es muss auf jeden Fall was Waagerechtes sein. Nee, also...
Nein. Das ist ein Zweier. Vielleicht müssen wir den so einkreisen. Den Einzelnen hier. Und dann hier den Vierer nach oben. Auch nicht. Aber den haben wir auf jeden Fall schon mal eingekreist. Das passt. Der zeigt uns als richtig. Das wird uns als richtig angezeigt. So vielleicht. Aber wir müssen die ja voneinander trennen, ne? Nee. Nee, die müssen ja eigentlich. Nee, nee, die müssen immer zusammen sein. Die müssen immer zusammen sein. Das heißt, so haben wir es ja dann schon voneinander getrennt. So haben wir es auch voneinander getrennt. Vielleicht so? Nee, das ergibt keinen Sinn. Vielleicht so? Vielleicht so hier. Jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie eingekesselt. Nee, auch nicht. Vielleicht so? Vielleicht so? Nee, das verstehe ich jetzt nicht. Also das verstehe ich jetzt nicht. Weil wir haben. Na doch, wir haben ja hier einen Einser, aber. Ach so, doch, zwei nebeneinander, dann einer. Und einer hoch. Nee, verstehe ich trotzdem nicht. Nee, das ist mal zu hoch. Also, das haben wir jetzt durch Zufall rausgekriegt. Hier ist noch so ein Ding. Boah. Also vergesst, was ich gesagt habe mit versteht. Versteht den. Versteht das einfach. Wir müssen die Formen auf jeden Fall irgendwie immer beieinander haben. Das ist klar. Hier ist ein Dreier. Also hier unten ist ein Dreier und ein Dreier, einer hoch und einer waagerecht. Das heißt, wenn wir den jetzt hier nehmen, dann hätten wir quasi hier den Dreier für so, für hoch und einen Dreier für so. Dann haben wir den Zweier. Den Zweier können wir hier einkreisen, indem wir den so hier einfügen. Ja, dann haben wir hier noch so einen anderen. Das könnte vielleicht. So! Ah! Alles klar. Und da unten ist eine Tür aufgegangen. Also hier wieder zurück. Hier oben ging es ja nicht mehr weiter. Ah doch, hier ist noch ein Rätsel. Wir machen hier mal noch einen Screenshot erstmal, bevor wir weitergehen. Und dann lösen wir das Rätsel. Und da haben wir so ähnlich. Das ist der hier. Genau. So, jetzt haben wir den eingekreist. Dann haben wir noch mal einen, der ist kopfüber. Das heißt, in dem Fall ist der so rum. Und dann noch mal ein Dreier. Ah ne, das sind Vierer. Und dann so. Ne, okay, das hat nicht hingehauen. Ne, warte mal. Eins, zwei, drei, vier. Doch, es ist ein Vierer. Okay, alles klar. Alles klar, nichts gesagt, nichts gesagt. Nee, aber das war jetzt, glaube ich, falsch rum. So rum. So. Nee. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Ach doch, so rum. So hat man das ja, oder? Spiegelverkehrt, genau. Spiegelverkehrt. Und das scheint schon wieder das gleiche zu sein. Also so, so. Ach nee, warte mal. Hier sind weniger Kästchen. Hier sind weniger Kästchen. Das können wir dann so schon mal nicht machen.
Warte mal. Ah, warte mal. So, ja. Eins, zwei und dann den hier. Hä? Nee, doch nicht. Oh, manchmal ist es doch ein bisschen knifflig. Da denkt man, man hat's. Also da denkt man, man hat es, ja, und dann ist es doch nicht richtig. Also ich vermute ja mal so. Nee, so, das geht auch nicht. Nee, das, also das verstehe ich jetzt wieder nicht. Echt so? Nee. Nee, das ergibt keinen Sinn. So haben wir 1, 2, 3. Und das sind aber 1, 2, 3, 4. Hä? Das check ich nicht. Ja. Wo gehen wir lang? Gehen wir hier lang oder da lang? Wir haben zwar jetzt hier unten eine Tür aufgemacht. Da ist ein Baumhaus, cool. Ich gehe aber zuerst. Ich gehe runter, wo die Tür aufgegangen ist, oder? Weil. Ja, ich bleibe erstmal hier unten, oder? Gehen wir da hoch? Nee, nein, 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 ich bleibe hier. Ich bleibe hier. Ich versuche das erstmal hier unten alles zu machen. Denn das da oben ging es schon wieder ein Stückchen zu weit weg. Und ich vermute mal, also ich bin der Meinung, dass das halt immer alles ein bisschen zentral ist. Beziehungsweise hat es sich ja bis jetzt immer herausgestellt, dass das alles zusammengehört. Das heißt, immer eine gewisse Ebene bildet halt ein Rätsel. Und das gehört hier, dieser Bereich, dieser, ich sag mal, dieses Wasserloch, dieser Sumpf gehört zusammen. Und wenn wir da hinten wieder runtergehen, dann trennt sich das Rätsel und führt uns dann schon wieder zu einem anderen Rätsel. Das heißt, wir machen hier erstmal weiter. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben hier einen 3x3 Block. 1, 2, 3, 1, 2, 3 und ein Punkt. Das heißt, der Punkt. Oh, ich muss gähnen. Der ist hier in der Mitte. Das heißt, wahrscheinlich so. Gut, das war noch einfach. Dann haben wir hier 2x2. Ergibt einen Vierer. Einen Viererblock. Das heißt, wir müssen die einkreisen. Genau. Dann haben wir 1, 2, 3. Also so ein Winkel. So einen Winkel und wir haben einen 1, 2, 3, 4er Block. Das heißt, 1, 2, 3, 4 plus so ein Winkel ergibt so, warte mal, wahrscheinlich so hier. Nee, gut, schon mal nicht. Wobei der, das, ja, so wird es wahrscheinlich sein, genau, weil der einzelne Punkt steht ja für sich, der soll, macht ja, also, ne? Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also, das ist hier ein Zweier. Ergibt quasi das Bild hier, das hier. Und, also, ne? Der Punkt steht als sich. Den müssen wir hier mit dazu rechnen. Ne, hier. Ne, Quatsch. So hier. Also, der Punkt kommt hier drauf. Das heißt 1, 2, 3. Also 1, 2, 3, 4, ne? 1, 2, 3, 4 plus diesen 4er-Slot und der ist dann hier. Also hier oben kommt der dann da oben hin. Ach, keine Ahnung. Ich sehe jetzt ja, was ich mache. Wird wahrscheinlich auch total langweilig sein, mir hier bei zuzugucken. Ist aber auf jeden Fall wirklich spannend, so eine Rätsel zu lösen. Wenn man das Prinzip so ein bisschen, wie gesagt, verstanden hat, dann klappt es eigentlich relativ schnell. Manchmal muss man doch ein bisschen kniffeln. Hier haben wir wieder so einen Winkel.
plus einen Dreier plus einen 2x2, also einen Block brauchen wir. Wir brauchen einen Block, dann brauchen wir den Winkel plus einen Hochkant, den Dreier, den Vierer und den Winkel. Jawohl. Gut, okay. Hier machen wir einen Break. Ich speichere hier und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, so Witness, Rätseln, bis der Kopf qualmt. Bis jetzt muss ich aber sagen, war es eigentlich relativ einfach. Einfach, ja, ja. Also, naja, ihr wisst, was ich meine. So einfach war es jetzt nicht, aber es ist ein bisschen Rätseln müssten wir schon. Aber wenn man, wie gesagt, das Prinzip dahinter verstanden hat, dann klappt das schon. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es heißt The Witness. Und guck mal, das ist genau immer das gleiche hier. Haben sich keine Mühe gegeben. Genau, gleich kaputt. Egal. Gut, alles klar. Dann macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst Like und einen Abo da. Und ja, vielleicht schreibt ihr kurz drunter, ob es euch gefällt. Beziehungsweise, ob ihr mehr davon sehen wollt oder ob ich einfach mit dem ganzen Mist damit aufhören soll. Ja, macht's gut. Bis dahin. Tschüss.